So, herzlich willkommen zurück. Uns lächelt schon unsere Flotte an, die wir gestern gebaut haben. Jo, sehr nice. Ich bin sehr motiviert für Krieg inzwischen. Wir haben auch hier, genau, zwei Kanonen gebaut. Machen wir noch zwei. Ja, er zieht ab. Sehr gut. Ja, wie wär's, wenn wir noch zwei machen? Mal sehen. Wie viel Betriebskosten hat denn eine Kanone? Schauen wir mal. 5. Okay. Okay. Gut. Hier kommt wieder ein Schiff auf uns zu. Kommt der auf uns zu oder patrouilliert der hier nur? Nee, der kommt nicht auf uns zu. Okay. So, wir haben den hier zerstört. Ich würde jetzt wieder das Große und das Kleine losschicken. Hier zum Beispiel. Ja, warum nicht? Na, warum nicht? Einfach mal Hallo sagen, mal anklopfen, mal so. Ja, guten Tag, Ramirez. Wir sind jetzt hier, ne? Dass du uns auch mal bemerkst, so. Er weiß ja, dass wir hier sind, aber so. Wir haben jetzt Kriegsschiffe und so. Was hast du? Außer kleine Eier. Okay, hier, das sind diese. Der hat einfach viel zu viel Geld. Der hat. Ach, boah, ich dachte schon, eure Soldaten werden angegriffen. Lol. Okay, also. Das ist unseres, ja. Jetzt werden wir einen Mehrfrontenkrieg führen, weil er ist gerade hier weg. Okay. Ist das eine gute Idee, jetzt einen Mehrfrontenkrieg anzuzetteln? Wartet, wartet. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Übrigens, er darf auch nicht zerstört werden. Okay, ihm geht's noch einigermaßen okay. So. Oh, hier hat er Soldaten stationiert. Da schau her. Oh, pff. Die paar Spackeln machen mir auch nichts mehr aus. So. Die Hamasa greift an. Sag er Hamasa oder Hamada? Weil das heißt ja, glaube ich, Harmada oder Armada, oder? Ist das spanische Wort. Naja, okay. Puff. Wie der einfach einen Kugel überlebt. So, zwei Schuss, Alter. Was ist? Okay, das easy cheesy. Hier. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Ein bisschen näher zusammenziehen. Hier. Okay, er patrouilliert wieder zurück. Ja, warte mal einfach. Starten wir einfach einen kleinen Feldzug, um seine Wirtschaft zu schwächen. Warum auch nicht so? So wie ein Kreuzzug, nur halt für den guten Zweck. Ja, schön langsam. Bin ich zufrieden mit unserer Macht. Haben wir noch irgendwo eine Insel, die ich vielleicht Lust hätte? Hier zum Beispiel, ja, die vielleicht noch Lust hätte, von uns aufs Maul zu bekommen. Man weiß ja nie. Ich werde übrigens auch, wie viel haben wir hier? Okay, ich werde hier einmal die Grenzen abstecken, so dass hier nichts mehr rüberkommt. Okay, wieder ein Denkmal, gut. Dass hier auf jeden Fall nichts mehr über den Fluss kommt. Wenn die weg sind, hier machen wir noch zwei. So, haben wir jetzt Balance-mäßig, wollte ich schon sagen. Haben wir balance-mäßig alles? Formidable. Oui, oui, formidable. Le Balance, formidable. Alter Schwede. Nein, kein Französisch. Jeder, der Französisch spricht und mich jetzt da reden gehört hat, wird sich jetzt so schämen für mich. Tut mir leid. So, es gibt kein Mehl. Es gibt so viel Mehl, Alter. Jetzt arbeite doch, Alter. Was ist los? Ach so, Mehl. Jetzt check ich's erst. Nicht Getreide. Mehl haben wir zu viel. Ach Gott. Ach, damn. Aber es haltet sich gerade gut in Grenzen. Also, wir werden jetzt einfach hier eine stilllegen, so. Mit diesen Zweien. Schauen wir mal, ob wir uns damit nicht selbst ins Bein schießen. Mal sehen. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8. Machen wir 10 Kanoniere. 10. So. Dann haben wir zumindest hier mal. Ja. Auf jeden Fall. Nice am Stissel. So. Ich sag viel zu oft Stissel, oder? Neue Stört euch das? Sind verfügbar. Ich verstehe mal, eure Soldaten werden angegriffen. Ich denke mir immer so. Ah, shit. Hier ist ein Kopf versteckt. Okay. Ich wollte gerade auf Angriff und sie bleiben einfach stehen. Okay. Okay. Ist okay. Ist okay. Was machst du? Come on. Alter, was ist los? Boah. Also diese
KI, auch wenn es die eigene ist, also sprich die Intelligenz meiner Schiffe, lässt halt wirklich zu wünschen wünschen. Guten Tag, mein Deutsch ist heute nicht von guten Eltern. von schlechten Eltern. Er baut überall einen Kanonenturm, wo niemand drin ist. Warum? In der heutigen Folge von Galileo Mystery. Warum? Warum zur Hölle? Jetzt wünschte ich mir gerade eine Facecam am Start zu haben. So, gehen wir zuerst auf ihn. Jetzt wünschte ich gerade eine Facecam am Start zu haben. Ich hatte gerade einen sehr lustigen Gesicht... Okay, gut, er fährt weiter. Ich hatte gerade einen sehr lustigen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Und dann greift man sein Konto an und bauen selbst eins hin, würde ich sagen, oder? Das wäre doch mal lustig, oder? Das wäre doch mal was. Okay, hier kam gerade wieder ein Schiff aufs... Okay, das sind unsere eigenen. Jo, zerstört, würde ich sagen. Hat er noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir... Hier, aber das gehört ihm, dem Kovana, würde ich sagen, weil jetzt haben wir hier seine Gewürzinsel, wir hatten hier seine Tabakinsel und wir hatten seine Heilkräuterinsel. Und lustig ist, hier, die Schiffe sind immer noch in dieser Schiffsroute. Auf jeden Fall sehr lustig. So, wir holen uns jetzt. Wir werden ihn jetzt hier einkesseln auf unserer eigenen Insel, dass er hier nicht mehr wegkommt. Dann ist er gezwungen zu landen, sprich sich den Weg wieder freizuschießen. Mal schauen, ob er das machen wird. Okay, hier scheint noch alles okay zu sein. Er hat noch genug Rohstoffe am Start. Das hier übrigens. Das hier. Ich frage mich wirklich, wie er hier... Also, natürlich, er baut immer dieses typische Karo-Muster, aber das ist ja eine absolute Frechheit. Aber okay. Gut, ich will mich nicht darüber aufregen. Er kommt gerade wieder zurück mit der Patrouille. Verdammt. Schade. Ich würde gerne jetzt, wir haben jetzt noch 13 Minuten. Ich würde jetzt gerne nochmal irgendwas ordentlich am Putz hauen hier. So. Wäre schon cool. Holzkohle. Haben wir genug im Moment? Ich glaube, lassen wir es noch ein bisschen produzieren. 500 positive Bilanz ist auch gut. Wie viele Orcas hier gerade auch wieder sind. Sehr lustig auf jeden Fall. So. Wir laden hier. Ne, ich lasse die hier zwei als... Das brauchen wir eigentlich, nie, die Schiff, aber okay. Ich warte, bis die Kollegen wieder zurück sind. Schau, sie fahren um die Insel herum, anstatt dass sie... Ach, Schiff-KI. Nein, ihr macht mich fertig. Wir kesseln ihn jetzt komplett ein, oder? Jetzt sind wir schon so lustig. Quietschfidel. So. Mal kurz schauen. Jetzt leisten wir uns das einfach, oder? Es ist doch schon, egal auch. So. Keine Rohstoffe, doch Salz, okay. Eben, wir kesseln ihn jetzt richtig frech hier komplett rundherum ein. So. So. Und hier. Kostet natürlich jetzt Schweine viel Geld, aber das Ziel ist es, wenn wir ihn dann hier zerstört haben, können wir... hier zumachen und er hat keine Chance mehr rauszukommen. Der Scout hat einen Ernst vor. Das ist so der Plan, den ich gerade verfolge. Ich hoffe, wir treiben uns dadurch jetzt nicht selbst in den finanziellen Ruin. Hier noch eins, dann haben wir's. So. Wenn das zerstört ist. Und dann bauen wir hier am besten unser eigenes Kontor drauf. Und dann war es das für ihn. Also dann ist er abgeschlossen, abgeschnitten. So, hier. Er bekommt die ehrenvolle Aufgabe. Ein Kontor zu errichten. Wie viel braucht ein Kontor? 5 und 12. Okay, wir werden jetzt exakt nur für dieses eine Kontor aufladen. Jetzt haben wir hier 15 immer noch. Oh, lol. Wie wenig. Oh, er hat ein großes Kriegsschiff. Er hat ein großes Kriegsschiff. Okay, wir alle gemeinsam werden es schaffen, aber okay, er hat gerade ein großes Kriegsschiff gebaut. Und hier waren es, wie viel? 12. Können wir noch zwei runter? So, nicht. So, egal. Okay, was greift er an? Das Schiff, okay. Wir werden das einfach wieder simultan reparieren. Es ballern eh alle auf ihn. Gut, ja. Boah, das geht doch. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam.
In die Fresse, in die Fresse. Geil. Alter, da brauchst du nicht einmal irgendwas retten. Das ist ja easy. Easy. Warte, ich mach hier mal den Screenshot für... Fuck, falsche Taste. So. Ah, zu spät leider. Verdammt. Ich hab gerade die falsche Taste gedrückt. So. Und jetzt... kümmern wir uns hier nochmal. So. Rumpf ausgebessert. Na, ich immer... Jetzt hör auf da. So. So. Holz. Aufladen. So, jetzt aber. Ihm und ihm. Wir zwei. Gönnen uns jetzt die andere Seite. Wir gehen zuerst hier hin. Dann fahren wir vermutlich über oben. Ja, wir fahren über oben. Jetzt, wenn wieder ein großes Kriegsschiff kommt, dann könnten wir ins Schwitzen geraten. Theoretisch. Praktisch nicht, weil wir hier eine sehr starke Feuerkraft am Start haben und wir unsere Schiffe simultan auch wieder herstellen können. So, hier. Er ist gerade nicht zu Hause. So, jetzt geht's los. Schön langsam, jetzt. Ich freue mich schon, aber wir werden jetzt nach 10 Minuten schon wieder abbrechen müssen. Ich werde jetzt einfach hier auch ein bisschen Screenshotting betreiben und so. einfach für einen guten Banner, für einen guten Thumbnail. So. Zu diesem Zweck kurz auf F7. So. So. Druck. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Okay, zerstört. Das geht ja. Holy shit, das geht schnell. Vernichtet den Feind. Und jetzt können wir das übernehmen. Nee. Er baut eine Feuerwehr. Schwachbremse. Okay, ich muss jetzt wirklich an mehreren Fronten gleichzeitig zumindest meinen Augenmerk halten. So, er kommt mit seinen Soldaten. Was machen wir jetzt mit denen? Wir marschieren wieder in unsere eigenen Gefilde. Wo soll's hingehen? Zerstört ist es. Er wird uns vermutlich nicht verfolgen. Mal sehen, wir sind ein bisschen langsamer. In dem Moment, wo das hier einstürzt... bauen wir. Er wird uns nicht verfolgen. Nee, nee. Bauen wir dann. Ja, so. Jetzt können wir hier bauen. So. Und natürlich seinen Schund sofort abreißen. Ja. Er bleibt auf der Grenze stehen. Und wenn er das verliert, wird er auf jeden Fall auch sich wieder zurückziehen. So, wir haben jetzt die Kanoniere. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht. So, jetzt stehen die nämlich hier auf meinem Gebiet. Ach, jetzt hör doch auf. Weg, weg. Achso, das sind noch die Feinde. Genau, jetzt geht er wieder zurück. Und jetzt haben wir die Herrschaft über diese Seite des Flusses erlangt. Mega geil. Ja, er marschiert wieder ab. Um diese kümmere ich mich später. Hier auch noch alles im Grünen. Gut, Alter, ich bin voll multitaskingfähig. Ich wusste nicht, dass ich das kann. So. Einfach hier, okay, ist einfach ein bisschen verbrannte Erde, wie man so schön sagt. Ja. So, dann gehört jetzt auch die Brücke uns. So. Und wenn wir hier jetzt dann die Mauer zubauen, dann, ja, war's das. Dann kommt er nicht mehr über den Fluss. Dann haben wir von ländlicher Seite alles komplett abgeriegelt. Und ja, dann nächste Mission. Angriff. Alter, wenn dieser Plan funktioniert, Alter, wir sind dann die allerkrassesten überhaupt so. Haben wir ihn komplett, dann hungern wir ihn aus. Ist komplett egal, Alter. Er kann nichts mehr machen. Wir hungern ihn aus wie einen, was hungert man aus? Keine Ahnung. Ausräuchern, aushungern. Wie irgendwas. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Baller, baller. Ein flammendes Inferno bedroht euer Volk. Okay, das ist nur eine Stadt. So. Er baut eine fucking Feuerwehr. Hör auf zu löschen, Digga. Aber das ist immer so sein Plan. Aber es wird ihm nichts bringen. Wird ihm nichts bringen. Wird ihm absolut nichts bringen. So, es ist eingestürzt. Jetzt haben wir... So. Ahoi. Dankeschön. Abgeschlossen bist du, werter Freund. So, was ist hier drin? Nichts. Klar. Die gehört, jetzt könnten wir theoretisch, wenn wir lustig wären. Sind wir lustig? Ja, aber wir wollen Geld sparen. Aber theoretisch wären wir lustig, ja. Hat auch nur 0 Betriebskosten. Sehr geil. Ja,
Sollte er hier kommen, keine Ahnung. Ich glaube, er wird es nicht tun, aber wir bauen sicherheitshalber einen Abwehrturm. Nur so für alle Fälle. Und konzentrieren uns aber, oder sollen wir... Ne, kommt hier, wir angreifen, wir bilden... Oder ich lasse einfach ihn hier unten. Laden wir mal ab, das. Ich lasse... Ne. Er wird kommen. Bin gerade unschlüssig. Er wird nach meinen Kriegsschiffen suchen und wird dorthin fahren, wo meine Kriegsschiffe sind. Also fahren wir wieder rauf. Gut. Hier ist er jetzt komplett weg. Und jetzt können wir hier... Ich meine, es bringt nichts, aber jetzt können wir hier die Mauer bauen. Es sieht hübsch aus, oder... Ja, doch, ist auch okay. So von hier. Ja, machen wir jetzt einfach so und nochmal hier rüber. Ach, egal. So. Ja, hätten wir hier auch abgesperrt. Jetzt bin ich gespannt, was er hier jetzt weitermachen wird. So, er kommt immer noch, um zu handeln. Greifen wir ihn an, so? Ja. Er trifft ihn, obwohl er ihn nicht trifft. Ja, nice auf jeden Fall. Hier haben wir jetzt komplett herum abgeschlossen. Und er hat nur noch wenige Markthaupthäuser. Ich würde sagen, wir wagen es, oder? Holen wir unsere strammen Kanoniere. Bringen wir sie mal hier rüber. So, ich möchte trotzdem, ich darf nicht meine Bilanz aus den Augen verlieren. Ja, Nahrung hat sich sehr gut eingependelt. Das ist auch wunderbar. Alkohol sowieso auch am Start. Denn wenn wir ihn hier zerstört haben, ist sozusagen die Mission beendet. Wir machen das aber dann im nächsten Teil. Jetzt werden wir uns zumindest hier sammeln für einen kleinen Krieg. Ja. Dazu machen wir hier ein Tor rein. Da können wir immer durchspazieren. So. Das kleine Nadelöhr zur Verdammnis. So. Wo hat er seine Burg? Hat er überhaupt eine Burg? Er hat ja keine Burg hier am Start. Nee, er hat keine Burg. Das heißt, er wird sich eine Burg bauen, natürlich. Aber er hat aktuell keine Soldaten hier, die er nachbilden kann. Und wenn wir diese patrouillierenden Musketenschützen umgebracht haben und... Oh ja, das werden wir. Ich baue hier einfach noch eine kleine Festung. Ja, wird schon passen. So, hier. Wir blockieren den Händler, sehe ich gerade. Hier schön, hier warten sie einfach nur, um den Hafen zu sichern. Ist ja soweit nichts Verwerfliches. Hier, jetzt kümmern wir uns nur noch um diese Stelle und dann haben wir es eigentlich geschafft, gell? Die kommen erst später. Zuerst, was sind gute Einheiten gegen Musketen? Bogenschützen oder selbst Musketen? Ich weiß gerade nicht. Oh, wir haben fast keine Kohle mehr. Wir haben jetzt, unsere Bilanz. Okay, unsere Bilanz ist ein bisschen am Arsch. Ich würde die am liebsten mit den Kanonieren niederballern, Alter. Ich komme jetzt einfach rein. So, wir haben jetzt noch eine Minute. Wir werden jetzt mitten im Krieg stehen bleiben, einfach um als Cliffhanger. Schau, die gehen hier herum. Was soll die Scheiße? Für was baue ich denn die Mauer überhaupt? Verdammt nochmal. Ja, geh du halt auch noch herum. So. So. Passt. Geschlossen. Ja. Wo auch immer die gerade herumpatrouillieren, ich sehe sie nicht. Wir greifen jetzt einfach mal an, oder? Und werde hier auch wieder Screenshots machen. So. Erkennt man hier was? Okay, nicere Perspektive. Wie so ein richtiger Fotograf hier so. So. Druck. Okay, er kommt mit Pikenieren. Okay, ich würde sagen, ja, Rückmarsch. Ich hoffe, ich verliere da keine Kanoniere. Wir gehen jetzt schnell hier wieder. Okay, er ist verloren. Schade. Ja, warum auch nicht? So. Ja, ich weiß nicht, ob das die stärksten sind.
Aber wird schon passen. So, machen wir hier auch noch einen Screenshot. Blub. Blub. Joa. Und. Oh, jetzt kommen sie. Okay, ich werde meine Kanoniere schützen. Pferde, ihr könnt hier bleiben. Und hier. Okay. Ich liebe diese Kampfmusik, es ist so geil, Alter, es ist unglaublich. So, für alle Fälle hier. Einer. Brauchen wir eh nicht. Okay, ha, wie ihr seht. Hat er jetzt ein neues Markthaus gebaut oder? Nee, das ist nicht mehr in unserem Eigentum. Warte, warte, so. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. So. Ja. Hier noch eins her. Wir haben ihn gleich. Oh Jubel, oh Freud. So. Ja, also. Wir haben jetzt keine Kohle mehr. Ach, verdammte Scheiße. Okay. Den letzten Schlag machen wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir ziemlich. Ja, haben wir eh schon wieder 2 Minuten drüber. Klassiker, natürlich. Ja, er ist ziemlich am Absterben gerade. Er hat keine Soldaten mehr in der Stadt. Also er ist hier komplett jetzt am Arsch. Kann man nur so sagen. Er, warum auch immer nicht, hat ein neues Insel besiedelt, was auch immer. Keine Ahnung. Ist jetzt aber auch sehr irrelevant. Ich sag kurz Dankeschön fürs Zusehen. Bei, ich glaube, Folge 11 war es inzwischen schon. Wir sehen uns. Ich werde den Part auch gleich jetzt aufnehmen, jetzt bin ich noch im Flow. Ich mache es jetzt sozusagen fertig, diese Mission. Ja, wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge, Episode 12 dann. Dankeschön, ciao Leute.